Wir sind zufällig nur drauf gestoßen, weil das Massaker von St. Anna, als wir das erste Mal herkamen, überhaupt noch nicht bekannt war. Wir haben uns also schlicht verfahren und sind hier gelandet und haben dann uns umgeguckt, haben das offene Museum gesehen und da war ein älterer Herr, das war Ennio Mancini, der das Museum gegründet und damals auch noch geleitet hat. Im Zuge dieser Gespräche auch mit Ennio haben wir zufällig erfahren, dass die Kirche mal eine Orgel gehabt hatte, dass die aber bei dem Massaker zerstört worden ist. Da ist also in die Pfeifen geschossen worden, weil die SS-Leute dachten, dass sich da Leute versteckt hielten auf der Empore. Und so ist die Orgel dann also direkt nach dem Massaker auch abgebaut worden und seitdem gab es keine mehr. Und für uns als Berufsmusiker war also die Idee, Geld für eine Orgel zu sammeln, nicht so ganz weit entfernt. Die Orgel wurde eingeweiht 2007. Die Spenden wurden also gesammelt durch insgesamt, glaube ich, 67 Konzerte. Ich habe begonnen, jungen Menschen zu begegnen. Ich wurde von Familie Westermann nach Essen eingeladen. Andere Deutsche luden mich nach Freiburg ein. So begann ich vor allem den jungen Menschen wieder zu erzählen. Das war der Grund zur Zuwendung zu den jungen Menschen, zu der neuen Generation. In den Jahren seit der Stuttgarter Einstellung der Ermittlungen verbindet die Aktiven in der Gedenkarbeit in Italien und Deutschland aber nicht nur Empörung und Protest. Über den Austausch sind Freundschaften entstanden und gewachsen. So finden weitere Begegnungen mit Jugendlichen statt. Und es gibt Veranstaltungen in Deutschland oder Gedenkstättenpflege in St. Anna. Was ganz wichtig ist, ist, dass dann dieses Engagement auch in die Politik hineingereicht hat. Der Anlass dazu war die Verleihung des Friedenspreises an zwei Überlebende, an Enrico Pieri und an Ennio Mancini. Dieser Friedenspreis der Anstifter wurde im November 2013 in einer Friedensgala überreicht. Dabei waren etwa 50 Personen aus St. Anna, ein ganzes Dorf wird eingeladen. Es schien erst unmöglich und es gelang. Es war ein außerordentlich bewegender Moment, als diese 50 Personen auf der Bühne des Stuttgarter Theaterhauses das Publikum schauten. Ich bin stolz, in Stuttgart gewesen zu sein, um an der Verleihung des Friedenspreises teilzunehmen. Mit dem Wunsch, dass es einen Weg für beide zum Frieden geben möge. Durch den Friedenspark unterhält die Gemeinde Stazema mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments Martin Schulz seit einigen Jahren gute Beziehungen und Projekte. Schulz besuchte 2012 St. Anna. 2014 trafen sich Bürgermeister Maurizio Verona, sein Amtskollege Romano Franchi aus Marzabotto und Parlamentspräsident Martin Schulz in Brüssel. In 2015 war die Capellina auf der Piazza Anna Pardini restauriert und eingeweiht worden. Mit Mitteln des Deutsch-Italienischen Zukunftsfonds, den Antrag hatten wir auf den Weg gebracht, ausformuliert und wir waren glücklich dann, dass dieser Wunsch der Vereinigung der Opfer in St. Anna dann auch realisiert werden konnte. In diesem Zusammenhang sind zwei Mitglieder der Landesregierung in St. Anna aufgetreten. Beide haben erklärt, das Land Baden-Württemberg werde Jugendbegegnungsmaßnahmen, Jugendaustauschmaßnahmen unterstützen und fördern.
Ich bin froh und glücklich, mit euch zusammen dieses Schweigen ein wenig durchbrochen zu haben. Die letzten 10 Jahre waren oft frustrierend, aber sie waren auch oft großartig. Ich muss euch sagen, ohne euch schmeicheln zu wollen, dass ich heute in Deutschland mehr Freunde habe als in Italien. Il tuo capotavola, Sergio. No, 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 no